Und es ist so, dass wir ihm die Technik und die Welt von Porsche Design näher bringen wollen. Ich gehe nicht so sehr auf das Telefon ein. Wir wollen einen dynamischen Abend, einen rasanten Abend mit ihm erleben. Ja? Wir haben Virtual Reality Brillen da. Sie können das Telefon ganz interaktiv erleben, in 3D ein Rennen fahren. Das wird Sie erwarten. Wir haben natürlich die gesamte Porsche Design Welt hier für Sie heute Abend. Wir haben die Vitrinen geöffnet. Ja, erleben Sie die Porsche Design Timepieces, die Uhren, ob es jetzt die Monoblock ist, ob es die 1919 Kollektion ist. Erleben Sie Porsche Design Sonnenbrillen, jetzt passend zum frühen Sommer hin. Wir feiern 40 Jahre die Aviator-Form. Ich habe die heute Abend schon bei einigen Damen und Herren auch schon in den Gesichtern gesehen. Sie haben die richtigen Brillen. Super. Da gibt es eine Geburtstagsedition. Erleben Sie diese. Neben Mode, ja, für den Herrn haben wir aber auch die Porsche Design Sport Kollektion und alles, was das Porsche Fanherz höher schlagen lässt. Und. Gemeinsam einen rasanten Film erleben und danach sind Sie schon mal so ein bisschen angefixt. Danach ist es so, dass wir Besuch haben aus unserer Zentrale in Stuttgart. Da wird uns der Herr Michael Nagel ein bisschen tiefer in die Materie abholen. Und er wird auch später für Sie da sein, um Ihnen mit Rede und Antwort zur Seite zu stehen. Und heute haben wir die Chance, wirklich en Detail auf die Geräte einzugehen und alle Fragen
nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln. Es ist jetzt so, dass ich Sie nochmal ganz herzlich willkommen heißen möchte, auch im Namen meiner Kollegen und Mitarbeiter. Das ist das Porsche Design Team in Hamburg. Das sind einmal Frau Britta Hallier, das ist Frau Kirsten Neberg, das ist Frau Gazem Kökelü, das ist Herr Dimitri Müller, ja, dann haben wir den Herrn Ulrich Liebelt, dann haben wir die Nadine Hennig und außerdem haben wir auch noch, last but not least, meine Persönlichkeit, den Sven Mente und den Frederik Wulff, den nicht zu vergessen, unseren Youngster. Ich lade Sie jetzt ein, Porsche Design Mobile Phone zu erleben und ich denke, wir starten mal durch. Vielen Dank. Bei Porsche Design. Ja, vor einigen Jahren, circa ja, vor anderthalb Jahren, haben wir das erste Huawei-Telefon gemeinsam mit Huawei rausgebracht. Das war damals ein riesiger Erfolg. Wir haben letztes Jahr, Ende 2017, das zweite und jetzt freue ich mich sehr, Ihnen hier, dem Publikum, das neue Mate RS vorzustellen. Wir haben es vor einigen Wochen mehreren tausend Journalisten in Paris bereits schon vorgestellt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen. Wir von Porsche Design, unser Designstudio hat hier wirklich Glanzleistungen geleistet. Bei dem Telefon, wir haben hier ein Smartphone, was an 8 Seiten gecurved ist, also an jeder Seite von diesem Telefon wirklich gecurved. Sie sehen auch hier im hinteren Bereich, haben wir hier 3 Kameras verarbeitet, verbaut und einen Fingerscanner. Sehr zentral, sehr symmetrisch, das macht einfach Porsche Design aus, klare Linien in einer Form. Nicht nur die Außenhaut ist was ganz Besonderes, sondern auch im Innenleben. Wir haben ein Porsche Design Hintergrundbild kreiert, gemeinsam mit unseren Designern und aber auch die Icons von den einzelnen Apps wurden auch speziell nochmal in einem tollen Design entwickelt. Ja, mein persönliches Highlight ist, wie schon angekündigt, die Kamera. Wir haben hier zusammen mit Huawei und mit der Firma Leica 3 Linsen verarbeitet. Sie sehen es hier im oberen Bereich, 1, 2, 3. Die oberste Linse, 40 Megapixel Farbe, 20 Megapixel Schwarz-Weiß und 8 Megapixel im unteren Bereich, die untere Linse, für Zoom. Also Sie können auch in die Ferne rein fotografieren. Und Sie können sich das so vorstellen, wir haben hier innen drinnen haben wir noch einen künstlichen Chip gebaut. KI, künstliche Intelligenz. Und dieser Chip ist dafür verantwortlich, sobald Sie ein Foto aufnehmen, lösen die 3 Kameras aus, bilden Farben, Schwarz-Weiß und auch der Zoom. Und dieser künstliche Chip fügt dann die Bilder zusammen, sodass immer das optimale Bild rauskommt. Das können Sie sich so vorstellen, Elbphilharmonie, vorne sitzt der Dirigent oder steht der Dirigent, er hat sein gesamtes Orchester und zieht aus jedem Musiker das Optimum raus. Und genau so ist die künstliche Intelligenz, das ist der Dirigent für diesen 3 Kameras
und fügt das optimale Bild dann zusammen. Sie können gerne nachher bei mir vorbeikommen. Wir können wirklich jedes Telefon, können Sie aus der Tasche rausziehen. Mit diesem Telefon kriegen Sie ein deutlich besseres Bild zustande. Egal ob im Nachtmodus, Sie brauchen kein Stativ mehr, oder auch zum Ranzoomen, Sie kriegen ein gigantisches Bild zustande. Ja, weil kann es nicht morgens, gehen Sie aus dem Haus raus, 100% Akku, da denken Sie, wunderbar, spätestens ab der Mittagszeit oder ab dem Nachmittag denken Sie, oh, das mit dem Akku wird schon ein bisschen knapper werden. Und ja, ab 17 Uhr sind Sie das erste Mal schon mit einer Steckdose oder Akkus leer. Passiert Ihnen mit dem Mate RS nicht mehr. Wir haben 4000 mAh Akku verbaut, andere Premium-Geräte haben 2700, also schon mal einen deutlich größeren Speicher. Und dank der künstlichen Intelligenz wird das Optimum aus dem Telefon nochmal rausgeholt. Apps, die Sie jetzt zum Beispiel nicht oft benutzen, die werden in Stromsparmodus gefahren. Apps, die Sie sehr oft benutzen, Social Media Apps, auch Kommunikations-Apps oder E-Mails, werden da bereitgehalten, starten sehr schnell. Und dank dieser künstlichen Intelligenz können Sie sehr gut Strom sparen. Also kommen mit diesem Telefon bei normaler Nutzung 2 Tage über die Runden. Innerhalb auch 30 Minuten können Sie das Telefon so weit laden, dass Sie ohne Probleme 1 Tag lang durchkommen. Was haben wir noch? Wir haben das erste Telefon der Welt, wo Sie vorne und hinten entsperren können. Wir haben einmal hier im hinteren Bereich einen Fingerscanner und wir haben aber auch hier vorne im Display einen Fingerscanner verankert. Wenn Sie hier drauf gehen, entsperrt Sie das Telefon. Also egal, ob Sie hinten entsperren oder vorne entsperren, Sie können auf 2 Wege das Telefon sicher entsperren. Als weiteres Highlight zum Beispiel, wir haben eine Dual-SIM verbaut. Sie können zum Beispiel Ihre geschäftliche SIM-Karte einbauen oder auch zusätzlich auch noch Ihre private. Sie sind parallel auf 2 Mobilfunknummern erreichbar. Sie müssen nicht mehr mit Ihrem Privatmobiltelefon und mit Ihrem geschäftlichen abends unterwegs sein, Sie haben nur noch ein Handy, 2 SIM-Karten rein, sind auf beiden Rufnummern parallel erreichbar oder auch zum Beispiel über den Messenger-Dienst, WhatsApp können Sie 2-fach aufrufen, einmal über Ihre geschäftliche Nummer und einmal über Ihre Privatnummer. Stets getrennt, aber trotzdem in einem Gerät kombiniert. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier ein extrem hohes Zubehörpaket. Nicht nur das Mate RS liegt bei, wir haben mehrfach Ladekabel dabei, wir haben auch Netzstecker und auch diese echt Leder-Flipcase-Hülle, wo das Telefon schützt. Also das heißt, Sie kaufen ein Telefon und haben gleich den Rundumschutz mitgekauft und müssen sich erst noch ein zusätzliches Case oder sonst irgendwas kaufen. Ja, meine Damen und Herren, ich will Sie jetzt auch nicht länger auf die Folter hinspannen. Ich wünsche uns allen gemeinsam, hier, die wir alle im Raum sind, einen schönen Abend. Wenn Sie Fragen haben, gerne an unsere Kollegen aus dem Store hier oder auch gerne an mich, wenn Sie Fachfragen haben, wenn Sie ein Telefon rausholen wollen und sagen, Mensch, das hat mich schon immer mal interessiert, kommen Sie einfach bei mir vorbei und lassen Sie uns zusammen darüber sprechen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch alles Gute, schönen Abend, viel Spaß hier bei uns, Porsche Design in Hamburg. Und ja, viel Spaß.